Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir super einfache Rippchen aus dem Dutch Oven und zwar mit Rauchgeschmack für alle die, die keinen Smoker oder ähnliches besitzen, denn der Rauchgeschmack kommt ganz ohne Rauch an die Rippchen. So ist es nämlich, deswegen Trick 17 oder Trick 31 oder Trick 98. Ist es eigentlich schon 17. So, ist 17 eigentlich schon so ausgelutscht, dass man das gar nicht mehr sagt? Nein, es ist Trick 17, das ist der, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben Rippchen gestern schon ein bisschen vorbereitet. Ich trage zwar den gleichen Pullover, es ist aber ein anderer Tag. Hier glühen schon Briketts durch. Für unseren Dutch Oven, denn wir wollen ja unsere gebrinten Rippchen dann im Dutch Oven fertig machen. Guck mal, wie es aussieht nach einem Tag, beziehungsweise gute 16, 17 Stunden. Fantastisch. Fantastisch. Und jetzt sind sie schon hier. Ein riesiger Zeitsprung, kann man sagen. Und ich kann euch auch dazu noch eine Sache sagen. Und zwar habt ihr gerade so ein paar Szenen gesehen von unserem Zweitkanal, der Sizzle Crew. Und wir haben da deutlich mehr Informationen noch zur Brine hinterlegt. Wir haben so ein bisschen gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Aber trotzdem möchte ich auf diesem Kanal nochmal eine Zusammenfassung geben, was denn da eigentlich passiert ist. Meine Reizenassistentin hält hier. Ich präsentiere hier die Brine. Okay, ich stelle sie hin. Diese Brine hat uns wie lange gedauert? Über ein halbes Jahr Entwicklung? Ja, genau. Ich glaube. Im Prinzip ist eine Brine nichts anderes als eine Lake, worin du Fleisch, Fisch und so weiter einlegen kannst. Und wir haben jetzt hier 4 Liter Wasser gehabt, 2 gefrorene Rippchenleitern, deswegen müssen wir da noch die Silberhaut abziehen, ja. Aber die waren gefroren, sind da reingewandert. Und auf 1 Liter Wasser haben wir 60 Gramm unserer Brine gegeben. Ja? Dass ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, wie viel ist da jetzt drin. Das Ganze haben wir aufgelöst im Wasser, Rippchen reingelegt und jetzt über Nacht ziehen lassen. Wir haben gesagt, pro Zentimeter Fleischdicke ungefähr 5 Stunden Lakezeit, genau. Wenn man so will. Das heißt, die hätten auch kürzer gekonnt, aber sie waren gefroren und über Nacht, ja. Genau, haben wir es einfach nochmal, das haben wir da nochmal genau erklärt. Ich will euch damit sagen, ihr braucht jetzt theoretisch nicht zum anderen Video rüber switchen. Wenn ihr aber tiefgründigere Informationen haben wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Die Sizzle Crew ist immer dafür da, so ein bisschen hinter den Kulissen zu berichten, ein bisschen ausführlicher vielleicht auch manchmal Sachen zu machen, wenn es um sowas hier geht. Aber ich glaube, jeder kann sich jetzt vorstellen, was hier passiert ist. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal eben schnell die Silberhaut ab. So machen wir es. Die Silberhaut haben wir hier jetzt schön abgenommen, das kann man auch gut erkennen. Eben gerade war hier ja so eine richtig dicke weiße Membran drauf, die ist jetzt runter. Und man kann auch schon ein paar Dinge feststellen. Zum einen sehen die Rippchen im gebrinten Zustand anders aus als im rohen Zustand. Das heißt, die Farbe verändert sich. Und zum anderen, wenn man dieses Fleisch so anfasst, ne? Haptisch. Die Haptik. Weich. Es fühlt sich schon richtig, auch der Knochen, der ist richtig weich. Nein, natürlich nicht. Der Knochen ist genauso wie vorher. Komplett versetzt. Aber das Fleisch, das ist, merkt das man schon, dass das weich ist. Das hätte auch ein Spruch von Brian Reynolds sein können. Von Brian Reynolds, ja. Der Knochen, der ist so richtig weich, den kann man da richtig mitschlürfen quasi. Ja. Okay. Nein, aber sie sind jetzt schon zumindest in der Wahrnehmung zart. Ich bin gespannt, wie es nachher sein wird, wenn wir fertig sind. Ganz wichtiger Test, das ist mein Lieblingstest. Ich halte meinen Rüssel einmal ran. Alter. Die riechen richtig nach Rauch. Ja, das Ding ist auch, wenn ihr die, boah, man muss halt mal so rangehen, diese Smoky Brine, wie der Name schon sagt, hat einen sehr hohen Anteil an Salzen, die irgendwie Rauch beinhalten und anderen Zusatzstoffen. Also Zusatzstoffen, damit meine ich Zutaten, mehr oder weniger nicht geräuchertes Salz. So. Ne, wo im Prinzip der Rauchgeschmack mit rankommen soll. Und wir haben uns das damals gedacht, weil wir gesagt haben, zum einen Brining finden wir ganz cool. Und zum anderen ist es auch so, dass es Menschen gibt, die eben einen Balkon haben, die das im Backofen nachmachen wollen, die auch vielleicht Outdoor im Dutch-Oven arbeiten wollen. Und genau für euch haben wir dieses Produkt entwickelt. Das heißt, es hat schon eine sehr zugespitzte Zielgruppe. Ja. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, ich habe jetzt gar keinen Bock, meinen Smoker anzuschmeißen, es soll schnell gehen, ich will trotzdem Rauchgeschmack haben. Dann nimmt er die Smoky Brine, versteht er? So ist das gedacht. Das noch einmal ganz fast beschreiben, warum, wieso, weshalb überhaupt. Das riecht so, als wenn ich die Brine aufmache und dran rieche. Genauso riechen die Rippchen jetzt. Ja. Nicht ganz so krass, aber genauso. Es gibt schon ersten Nutzer, ich habe schon gesehen, die stellen die sich auf den Schreibtisch und machen nur oben offen, machen immer so, weil dann der ganze Raum nach Rauch riecht. Muss man mögen, sag ich mal. Ich wollte sagen. Aber egal. Gibt so für alles einen Markt. Es gibt für alles einen Markt. Okay, Freunde, Dutch Oven. Haben wir schon vorbereitet. Ich stelle ihn mal nach hier vorne. Besonderheit. Wir haben so einen Breta Dutch Oven genommen, weil unsere Rippchen, wie wir gerade getestet haben, der Länge nach perfekt reinpassen. Und groß sind. Ja. Also sie sind genau groß für so ein Ding. Genau. Und weißt groß du? Sind, ja. Und hier rein haben wir einen Rippchenhalter gestellt, sodass wir die Rippchen aufstellen können. Und jetzt kommt unten rein eigentlich nur noch Flüssigkeit. Die haben wir hier. Ich stell die mal rein. Dies ist ein Cola-Getränk einer Marke, die wir an dieser Stelle nicht verraten und werden. Besonders zu Weihnachten. Immer häufig in den Medien erscheint. Ja, ich kann euch aber sagen, es ist Cola.
Und da machen wir jetzt so viel rein, dass der Boden gut bedeckt ist und wir für gute anderthalb, zwei Stunden genug Flüssigkeit haben. So, jetzt noch ein Hinweis zu der ganzen Geschichte hier. Und zwar, wenn man etwas in Pökellake einlegt, also wenn man dieses Brining betreibt, oh, einen Liter haben wir drin. Muss man die Rippchen danach nicht mehr extra würzen. Ja, also wir haben jetzt genug Geschmack am Fleisch, wir brauchen jetzt keine Gewürze mehr. Du kannst natürlich, wenn dein Geschmack dir sagt, ich will noch, auch noch einen Rub auftragen trocken. Haben wir jetzt extra nicht gemacht, weil wir wollen jetzt dann den Fleischgeschmack unterstützen durch Rauch. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, also wir wollen jetzt nichts übertünchen. Ja. Da kommt noch Barbecue-Soße später dran, die werden noch lackiert. Und dadurch haben wir dann wirklich also ein Gesamtpaket, wo wir selber sagen, das passt. Wenn du aber vom Geschmack her sagst, ich will noch einen draufsetzen, mach das gerne. Es gibt, glaube ich, kein Thema, wo man sich mehr austoben kann als bei diesen Sachen, weil wir schon damit arbeiten, Geschmack im Wasser zu erzeugen. Wir arbeiten später mit Aromen durch Soßen. Wir können mit Rubs arbeiten. Das ist extra so kreativ. Also ich will ja nicht sagen, das ist der goldene Weg, den wir jetzt gehen. Nein, nein, sondern es ist geschmacklich unser goldener Weg. Das ist wichtig. Ja. Oh Gott, also hier sind jetzt guten Liter Cola drin. Wir werden gegebenenfalls zwischendurch nochmal nachkippen. Wir müssen immer mal reingucken. Wir brauchen Dampf hier drin. Durch den Dampf werden die Rippchen noch weicher, gedämpft und gar. Das heißt, wenn kein Wasser oder Cola oder Bier, Apfelsaft, was auch immer du da reinmachst, nicht mehr drin ist, nachkippen. Und ansonsten habe ich hier hinten unser kleines Edelstahlgestell vorbereitet, denn dieser Breta Dutch Oven hat keine Füße. Der ist also sehr flexibel, auch auf dem Gasgrill einsetzbar. Ich habe hier schon Briketts vorgeheizt. Ordentlich Unterhitze. Da stellen wir den Kollegen einfach drauf. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Oben noch ein paar Briketts drauf und dann heißt es abwarten. Ich persönlich finde diese Methode, gerade wenn wir zum Beispiel angeln gehen oder so, super, weil es total stressfrei ist. Ne? Du musst dir um nichts Gedanken machen. Und jetzt kommt der Deckel da drauf, ein paar Kohlen oben drauf und das Thema ist durch. Also ich glaube, stressfrei geht es nicht mehr. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, nach den vielen Jahren, wo wir das Ganze hier machen, dass Rippchen gar nicht mehr so hoch immer aufgehängt werden müssen und dass das auch jeder nachmachen kann. Weil viele immer denken, ja, muss ich jetzt Rippchen, das ist so schwer und kompliziert. Nein, ist es nicht. Es gibt Methoden, die eine ist aufwendig, die andere weniger aufwendig. Und hier werdet ihr später mit uns gemeinsam wahrscheinlich feststellen, dass es total easy sein kann. Probiert es gerne mal aus. Lohnt sich. Ungefähr 2 Stunden sind vergangen und wir gucken jetzt mal drunter, was hier passiert ist. Das kocht wie Wäsche, hat Carsten immer gesagt. Ja, ja. Ich habe übrigens die Briketts schon gewechselt. Ne? Die anderen Briketts waren schon relativ weit durchgeglüht, deswegen habe ich mal neue gemacht. Also wenn ihr merkt, eure Briketts werden weniger, zündet früh genug einen Anzündkamin, dann könnt ihr einfach nachlegen. Jetzt wollen wir noch eine Zange. What are you suching for? Ich hätte hier sonst auch noch diverse. Ich nehme einfach die. Das ist so eine Pinzette, wisst ihr? Hat man immer parat, so eine Grillpinzette halt. Immer, ja. Und jetzt gucken wir uns die guten mal an hier. Du musst aufpassen, dass die nicht zerfallen. Oh, ja, die zerfallen mir hier. Das ist halt gedämpft, ne? Guck mal. Also farblich kann ich mal kurz beschreiben. Ihr seht es ja auch, aber ich beschreibe es trotzdem nochmal. Dunkelbraun, richtig geröstet. Genau. So wie man es eben nun mal kennt. Nein, das sind ja Rippchen. Wir haben die in der Brine gehabt und haben die jetzt nicht einfach indirekt im Grill gehabt oder so, sondern direkt gedämpft. Das ist ja im Prinzip wie kochen, wenn man es so will. Deswegen ist die Farbe eher grau, wobei sie hier leicht auch ins Bräunliche geht. Das Coole ist, wenn du jetzt einen Grill hast, kannst du theoretisch die so nehmen und nochmal angrillen, um eine richtig schöne Kruste zu bekommen. So ist es, ja. Wenn du jetzt einen Rub drauf gemacht hättest, würde man das so gar nicht mehr sehen. Aber genau. Wir haben ja bewusst gesagt, nein, kein Rub. Wir wollen ja die Brine schmecken und so weiter. Und jetzt kommt noch ein bisschen von der Burger & Ribs Barbecue Soße rauf. Und bei der ist der große Vorteil, die schmeckt nach McRib. Also jetzt kann nichts mehr schief gehen eigentlich. Kurzer Vorschlag von mir, willst du bei einer Leiter nur so ein Teil ohne Soße machen? Dann können wir auch mal probieren, wie es pur nur mit der Brine schmeckt. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, Johannes. Achso, wolltet ihr das? Weil ich dachte... Nee, ist okay. Du hast mich jetzt gerade überzeugt. Ich lasse den einen Teil so. Gut. Jedenfalls, wenn du jetzt ein bisschen was rüber lackierst, seht ihr schon gleich ein ganz anderes Bild. Also die werden jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen behandelt. Dann tue ich die nochmal eben 5 Minuten da rein. Ja. Dass die Soße das noch einmal ein bisschen warm wird. Ja. Und dann sind wir bereit zum Essen. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich glaube, zart sind sie. Oh ja. Freunde, hier liegen sie, die Rippchen. Ich möchte euch das mal hier zeigen. Man erkennt hier an dem Fleisch so eine leicht rote Farbe. Das kommt quasi vom Pökeln. Also diese Brine ist ja sehr salzhaltig. Wir haben zwar kein Nitritpökelsalz drin, trotzdem sieht das ein bisschen wie gepökelt aus. Oder aber man könnte auch meinen, es ist ein Fake-Rauchring. Ja, ich sehe schon, mir läuft das Wasser im Mund. Ich habe gerade mal so gemacht. Saftig sind sie auch. Ich probiere jetzt schon mal ein schnelles Stück.
butterweich. Mega. Und sie schmecken nach Rauch. Hier ist keine Soße dran, nur die Brine. Wichtig. Oh ja. Bevor du dich verquatscht, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit XXL Ribs gemacht. Und zwar auch in einem besonderen Verfahren auf dem Kamado mit Dämpfen und so weiter. Und da waren richtige Pralinen in den Rippchen versteckt. Und wenn du wissen willst, wie das geht, guck dir das Video auf jeden Fall an, es lohnt sich. Ich kann sagen, das hier ist mega geil. Schmeckt nach Rauch. Na? Man merkt aber, dass sie nur gedämpft, schräg gekocht sind. Ne? Mhm. Also das schmeckt man auch, aber geil. Das ist für alle die, die sagen, ich habe keinen Bock auf lange. Ich will schnell Rippchen essen. Für die ist das was. Oh, hast du ohne? Ey, das sieht ja wirklich ein bisschen komisch aus, ne? Geht jetzt zu, aber es schmeckt unfassbar geil. Es schmeckt geil. Gut. Und es trieft. Guck mal, wie ölig die sind. Oh. Ey, Alex. Ich habe richtig ölige Hände von den Rippchen. Ja, die abgeklapperten von Hannes. Oh nein!